nicht jedes Mal streiten, nur weil wir nicht mehr zusammen sind? Du quatsch mich doch ständig an. Willst du mein Mann werden? Weißt du nicht, was ich wirklich will? Eine selbstgefällige, arrogante, verfällte Zicke und sonst gar nichts. Ja, bitte? Ein Schlummertrunk? Champagner? Ja, also, mir hilft es jedenfalls. Warum machst du so ein trauriges Gesicht? Du hast es dir doch nicht etwa anders überlegt? Nein. Ich habe nur an meinen Vater gedacht. Ach, hoffentlich geht es ihm bald besser. Schade, dass er nicht hier sein kann. Dabei wäre es im Sinne der Tradition. Die Tradition verlangt vor allem, dass Braut und Bräutigam sich in der Nacht vor der Hochzeit nicht sehen. Da muss ich mich wohl gedulden. Bis du endlich meine Frau bist. Gute Nacht. Aber wo steckt Felix eigentlich? Vanessa hat ihm wahrscheinlich den Hals umgedreht und verscharrt ihn raus. Sag mal, ich kann mir ja keine Sekunde aus den Augen lassen, ha? Huh? Was sind das für Girlies hier? Jana. Das hier, das ist mein Blind Date, okay? Ja, verstehe. Gut. Das ist Nico, das ist Jana und das ist... Godzilla. Vorsicht, ja, Vorsicht. Die Girlies müssen jetzt Tokio fahren. Viel Spaß noch. Na, die sind wir los, ne? Cheers, Baby. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Dankeschön. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Wollen Sie auch eine Milch mit Honig? Warum nicht? Danke. Die Nacht vor der Hochzeit. Sie können wohl nicht schlafen. Ja. Bin ziemlich aufgeregt. Sie haben gewusst, auf was Sie sich einlassen. Auf Johannes. Ich liebe ihn. Das will ich auch nicht länger bestreiten. Aber Liebe allein wird für eine Ehe mit meinem Vater wohl nicht ausreichen. Ich weiß, was von einer Gräfin von Lahnstein erwartet wird. Und ich werde alles versuchen, diese Erwartung zu erfüllen. Eigentlich könnten wir uns doch auch duzen. Gerne, Carla. Auf morgen, Cecile.
Ich hol uns mal was zu trinken. Was trinken? Ich hab da noch, hier. Bier. Na gut, komm dann. Lass uns tanzen, ha? Wie wär's mit dem Sekt? Na komm, wir tanzen. Klatsch mal ab, ja? Du, wo wir gerade vom Klatschen reden. Nein, mir reicht das eine Sekunde. Ich muss dir was erklären. Das hier ist meine Freundin. Sag mal, willst du mich verarschen? Wenn du eine Freundin hast, was machst du auf so einer Party hier? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja, genau. Es war lieber auf den ersten Blick. Ja. Sie hat mir das Leben gerettet. Versteh schon. Oh Mann, ich habe mich schon als Bräutigam auf so einer Hells Angels Hochzeit gesehen. Apropos Hochzeit, wir sollten wirklich langsam los. Jetzt schon? Das ist doch kein Problem. Du kannst gerne noch länger bleiben. Ja, amüsier dich gut. Wir brauchen ja keine Sorgen haben, dass du hier vereinsamst. Ihr könnt mich jetzt nicht hier allein lassen. Das war wohl nichts mit der Liebe auf den ersten Blick, ha? Hey, Sandro! Guck mal, das ist ein Kumpel von mir. Den muss ich dir unbedingt folgen. Wow. Oh, wow. Boah, wie geil. Mach mit, mach mit. So geil, so geil. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes up with, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Nanu, hat die Braut etwa verschlafen? Ansgar, das Brautpaar darf sich erst am Altar sehen. Aber Cecile ist sicher schon seit Stunden wach. Es gibt ja so viel zu tun, allein das Ankleiden. Ja, und dann die Coiffeurin. Wie sollen wir das bloß alles schaffen? Sie habe ich gesucht. Ich habe vorhin die Blumenarrangements inspiziert. Können Sie mir bitte erklären, wieso Sie unerlaubterweise die Papageienblumen daraus entfernt haben? Normalerweise vertrauen wir Frau Kepler in solchen Angelegenheiten voll und ganz. Außerdem haben wir doch bereits die gesamte Menüplanung aufgebürdet. Verzeihung, an sich wollte ich nur Bescheid geben, dass die Coiffeurin angekommen ist. Na endlich, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Cecile muss frisiert werden. Ja, und dann die Brautjungfern. Ich habe mich gekämmt. Ich mich auch. Ich fürchte, das wird nicht genügen. Also, meine Damen, alle erledigt. Tja, eine Mutter ist wohl immer am aufgeregtesten, wenn ihre Tochter heiratet. Trotzdem ist Cecile sicher froh, Constance an ihrer Seite zu haben. Cecile, was machst du denn noch darin? Die Coiffeurin ist da. Verdammt! Was ist denn hier passiert? Was machst du hier? Irgendjemand hat die Wohnung geflutet. Ich fürchte, ich hab das Badewasser. Das ist ganz unvorteilhaft so. Natürlich ist es schade, wenn du nicht kommst, Charlie.
Aber Oliver braucht dich jetzt dringender. Du musst wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Ja, grüß ihn schön und sag ihm gute Besserung. Okay, bis dann. Charlotte hat abgesagt? Ja, ihr Neffe arbeitet als Steward auf einem Kreuzfahrtschiff. Er ist an Malaria erkrankt, jetzt fliegt sie zu ihm zur Elfenbeinküste. Mhm. Ein Steward in der Verwandtschaft, ein Chauffeur zum Freund und jetzt sagt sie auch noch ab. Naja, vielleicht ist es sogar besser so. Was willst du denn damit sagen? Oh, nichts, nichts, Cherie. Wo ist denn dein Kleid? Bitte nichts anfassen, die Seide ist sehr empfindlich, ja? So wie sie. Mama. Ach, übrigens, war das Ihre Idee mit den Schirmchen auf den Tischkarten? Was? Ja, wieso? Um Gottes Willen, entschuldigen Sie. Pardon, pardon. Ich muss sofort. Du bist genial. Hoffentlich stellst du dich bei meiner Hochzeit nicht so an, Stiefmaman. Und ich hoffe, Maman beruhigt sich gleich, sonst stehe ich den Tag heute nicht durch. Also als erstes fährt die Familie vor, dann kommt der Bräutigam mit den Trauzeugen und den Brautjungfern und dann schließlich die Braut. Carla? Ja? Ich möchte dich um etwas bitten. Pardon. Heute kein Streit mit Cecile? Ach, du kannst völlig beruhigt sein. Ich habe doch inzwischen begriffen, wie viel sie dir bedeutet. Darüber bin ich sehr froh. So, von mir aus können wir. Hast du die Ringe? Die Ringe? Du spielst mit deinem Leben. Alles unter Kontrolle. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Limousinen sind soeben vorgefahren. Allerdings weiß ich nicht, ob du es dir gefällt, wenn du so nervös bist. Ja, ich möchte einfach, dass heute alles perfekt ist. Jana, kommst du? Ich warte noch auf meine Tochter. Sind Sie schon weg? Fast. Du kannst kommen. Irgendetwas würde hier funktionieren. Das ist kein Auto, das ist ein Kühlschrank. Ist alles in Ordnung? Ja, was soll denn passiert sein? Mama, das kann David doch gleich machen. Ah, die Aircondition, voilà. Du musst zu Cecils Hochzeit. Das kann ich vergessen, meine ganzen Klamotten sind nass. Hey! Das sind meine Sachen! Ist ja auch deine Überschwemmung gewesen! Hier, Andi, der tut's auch. Wie kann man nur so blöd sein und das Wasser laufen lassen? Ich hab's doch nicht mit Absicht gemacht! Ey, ich bin genauso schuld. Ich hab Vanessa abgelenkt. Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, wie kannst du nur so bescheuert sein und dich mit dieser bekloppten Tussi wieder einlassen? David, komm gleich mit dem Laptop! David! Mit dem Laptop! Riesen! Ich
Ich hab doch den Laptop. Damit wäre es aber schneller gegangen. Bei den Grossmanns sieht's fast noch schlimmer aus. Da ist das Wasser die ganzen Wände runtergelaufen. Oh nee. Sind die sauer? Die gehen davon aus, dass wir versichert sind. Sind wir? Ja, aber schlimm wär's doch nur, wenn Vanessa nicht versichert ist. Bist du? Keine Ahnung. Na toll. Ja, wenn nicht, mein Dad zahlt das schon. Ha. Ja, kann er sich das leisten? Vielleicht ist er dann ja endlich pleite. Du musst dir keine Sorgen machen. Mein Dad zahlt. Ach, dein Dad. Bezahlt ja auch meine Zeichnungen hier, ja? Und wo sollen wir deiner Meinung nach schlafen? Hier bestimmt nicht. Hey, ich rede mal mit Arno. Das ist ein Notfall und der wird das verstehen. Also ich ziehe in ein Hotel. Wenn du willst, kannst du auch bei mir schlafen. Ich finde, das ist keine gute Idee. In Ordnung? Ja. Hoffentlich ist Cecile nichts passiert. Ach, sie wird sicher gleich kommen. Ja, das hast du eben auch schon gesagt. Schneller fahren können? Hätten Sie Ihre Finger nicht von der Wegfahrsperre lassen können? Zaubernd aus, ma petite. Adorable. Danke. Vielen Dank, dass Sie den Brautvater vertreten. Aber ich bitte Sie, es ist mir eine Ehre. Wo ist Elisabeth? Ich weiß nicht. Mein Vater ist wirklich ein Glückspilz. Liebe Gemeinde, wir sind zusammengekommen im Angesicht Gottes. Ich erreiche Arno nicht. Wir fangen am besten schon mal an zu packen. Es tut mir leid, dass alles so gelaufen ist. Dabei war die letzte Nacht so schön.
Vielleicht könnten wir es ja doch miteinander versuchen. Ich meine, wir beide können doch zusammen. Glaube ich nicht. Aber diese Welt will wohl nicht, dass wir ein Paar sind. Aber dieser blöde Wasserschaden kann doch... Ach, das meine ich doch nicht. Felix, du hast meinen Vater. Ach so, ja, wenn du diese Bemerkung von vorne hin... Felix, solche Bemerkungen wirst du immer wieder machen. Das verletzt mich. Nur deshalb. Du weißt, ich hab recht. Vielleicht, wenn du irgendwann mal deinen Hass gegen meinen Vater überwinden kannst, dann... Ah, bis dahin. Denn ihr habt das Geschenk der Liebe empfangen. Und so frage ich dich, Johannes Gustav Friedrich, Graf von Lahnstein, willst du die hier anwesende Cécile Antoinette du Moreau zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Und du, Cécile, Antoinette du Moreau, willst du den hier Anwesenden, Johannes Gustav Friedrich, Graf von Lahnstein, zum Mann nehmen, ihn lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Kraft meines Amtes erkläre ich euch zu Mann und Frau. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Und so geht es weiter. Was du denn? Mir war gerade so, als hätte ich Evelyn gesehen. Ich bin Vanessa von Bernbach. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Sie wissen es nicht? Nein. Hallo, Anno. Das ist ein Notfall. Wir wohnen jetzt hier.